Ich wusste nicht, dass ich eine Schwester habe. Doch hast du. Sie war in der Schule. Mein Bruder kam auf mich zu. Hi, mein Name ist Tyler. Wie heißt du? Mein Name ist Cassidy. Das ist ein schöner Name. Danke fürs Geschenk. Er schlang seine Arme um meine Taille und ich umarmte ihn, während ich meine Tränen zurückhalten musste. Hey du, mein Name ist Cassidy. Bevor ich mit meiner verrückten Geschichte fortfahre, gib uns einen Daumen nach oben und aktiviere die Glocke, damit du Updates bekommst, wenn die verrückten Geschichten veröffentlicht werden. 4 Jahre lang versuchten meine Eltern Kinder zu bekommen, aber sie hatten keinen Erfolg. Sie haben ihren Notgroschen aufgebraucht, indem sie eine Vielzahl von Ärzten aufgesucht haben, die zahlreiche Tests durchführten und mehrere Fruchtbarkeitsimplantate eingesetzt haben. Als sie schließlich die großartige Nachricht erhielten, dass meine Mutter schwanger war, waren sie sehr aufgeregt. Sie wünschten sich beide einen Jungen. Und als der Ultraschall anzeigte, dass der Wunsch in Erfüllung gehen könnte, sorgten meine Eltern mit großer Sorgfalt dafür, dass Mama und das Baby in Sicherheit waren. An dem Tag, als meine Mutter in den Kreissaal kam, waren meine Eltern so aufgeregt. Und ja, ihr habt's erraten, ich war kein Junge. Mom, seh dir das an! Mein 5-jähriges Ich rannte eines Nachmittags vor der Vorschule in die Küche. Was ist das? Fragte Mom trocken. Ich nahm meine Medaille ab und zeigte sie ihr. Heute war mein letzter Tag in der Vorschule und ich hatte eine ganze Reihe von Auszeichnungen bekommen. Ich war so glücklich und aufgeregt, nach Hause zu gehen und meinen Eltern davon zu erzählen. Was ist das? Fräulein nennt sie meine Medaillen für besondere Leistung. Sind sie nicht schön? Meine Augen funkelten. Ich sah entsetzt zu, wie Mom meine Medaillen zum Müll brachte und sie wegwarf. Diese Medaillen bringen dich nicht weiter. Jetzt geh nach oben, nimm ein Bad und komm und hilf mir beim Abendessen. Im Laufe der Zeit behandelten mich meine Eltern ständig schlecht. Ich bekam nie neue Kleidung, ging nirgendwo mit ihnen hin und hatte nicht einmal Bilder. Als ich 10 Jahre alt war, wurde meine Mutter schwanger. Aber dieses Mal wollten sie das Geschlecht des Babys erst nach der Geburt erfahren. Ich wurde Mamas Laufbursche und blieb während des letzten Schwangerschaftsdrittels zu Hause, um ihr zu helfen. Sie sagte der Schule, dass sie mich zu Hause unterrichten würde, aber das tat sie nie. Schließlich brachte Mama einen Jungen zur Welt. Als sie nach Hause kam, rannte ich zur Tür, um meinen kleinen Bruder zu sehen. »Geh weg von ihm, du schmutziges Kind«, schrie Mama, als ich versuchte, einen Blick auf das Baby zu erhaschen. Am nächsten Morgen packte Mama meine Sachen zusammen und setzte mich an der Stanford Academy ab. Ich saß draußen, während er mit einer älteren Frau im Büro sprach. Als er ging, blickte er nicht einmal zurück. Keine Verabschiedung, keine Umarmung, kein Kuss. Die ältere Frau ging aus dem Büro. »Guten Morgen, Cassidy. Mein Name ist Dr. Leopold. Ich bin die Direktorin dieser Schule. In dieser Schule bilden wir auch Ehefrauen von sehr reichen und sehr erfolgreichen Männern aus. Sobald ihr 18 seid, werdet ihr verheiratet.« »Was?« hat sie gesagt. »Verheiratet?« »Ja, Liebes. Du wirst eines Tages einen wohlhabenden Mann sehr glücklich machen. Solange du alles tust, was wir dir sagen, wird es dir gut gehen.« Ich teilte mir ein Zimmer mit 6 anderen Mädchen, einige älter und einige jünger. Mir wurde eine Uniform gegeben. Das Einzige, was ich sonst noch trug, war ein Nachthemd, in dem ich schlafen konnte. Meine Tage waren ausgefüllt mit Unterricht, in dem uns beigebracht wurde, dass wir unseren Ehemännern jederzeit gehorsam sein sollten und dass es unsere Pflicht als Ehefrau war, ihnen zu dienen und für sie zu sorgen. Wir hatten so viel Hausarbeit zu erledigen, dass meine Hände ganz rot waren. Was die akademischen Fächer anbelangt, so wurde uns Lesen und Schreiben beigebracht und das war's. Kein Mathe, keine Geschichte, kein gar nichts. Schließlich fand ich ein paar Freunde, aber meine beste Freundin war Martha. Sie war schon ein Jahr vor mir an der Schule. Sie zeigte mir, wie man sich im Schulsystem von Stanford zurechtfindet. Jeden Tag schrieb ich einen Brief an meine Eltern und schickte ihn an Dr. Leopold, damit sie ihn abschicken konnte. Aber meine Eltern schrieben nie zurück und nach dem ersten Jahr hörte ich auf zu schreiben. Im Laufe der Jahre sah ich, wie meine Freunde Schlange standen und von Männern ausgewählt wurden, die über 50 aussahen. Nachdem meine Freundin ausgewählt worden war, wurde sie mit ihrem Wunschkandidaten und Dr. Leopold für ein paar Minuten in das Büro gebracht, bevor sie ging. Etwa einen Monat nach meinem 18. rief mich Dr. Leopold in ihr Büro. Als ich eintrat, sah ich ein älteres Ehepaar und Dr. Leopold. »Guten Tag, Madam. Sie wollten mich sprechen?« Dr. Leopold nickte den Eltern zu, die aufstanden und mich gründlich untersuchten, als wäre ich ein Vieh. Es war der demütigendste Tag in meinem Leben. »Wir werden sie kaufen!« Ich stand da, während sie die Geschäfte machten. Nach etwa 30 Minuten ging ich mit meinen zukünftigen Schwiegereltern weg. Als ich mich in der Schule umsah, wusste ich, dass ich dieses Mädchen nie wiedersehen würde. Wir stiegen in ein Flugzeug und verließen das Land. Ein paar Stunden später wurde ich geweckt und bereitete mich sofort auf meine Hochzeit vor. Ich trug ein schickes Hochzeitskleid und einen Schleier. Ich kannte keine der Brautjungfern oder Blumenmädchen.
Als ich mit meinem Schwiegervater zum Traueraltar schritt, zog sich meine Brust zusammen. Kein einziger Freund oder Familienangehöriger von mir saß in der Gemeinde. So hatte ich mir meinen Hochzeitstag nicht vorgestellt. Ich hielt einen Moment inne und mein Arm wurde leicht gezerrt, damit ich weitergehen konnte, was ich auch tat. Ich kam am Altar an und meine Hand wurde in die des Bräutigams gelegt. Ich schaute ihm schüchtern hinter meinem Schleier an. Er sah nur ein paar Jahre älter aus als ich und hatte freundliche Augen und ein süßes Lächeln. Während der Zeremonie stand ich da und dachte darüber nach, wie drastisch sich mein Leben verändern würde. Ich wurde in die Gegenwart zurückgerissen, als der Pfarrer sagte: Sie dürfen die Braut jetzt küssen. Mein Herz schlug schneller, als Ross, mein Mann, den Schleier lüftete. Er drückte seine Lippen sanft auf meine, bevor er sich zurückzog und ich errötete. Nach der Zeremonie machten wir Dutzende von Fotos, bevor wir uns auf den Weg zum Empfang machten. Als wir vor der Villa vorfuhren, fiel mir die Kinnlade runter. Es war makellos. Die Säulen, die Farbe, der Hof. Das ist das Haus meiner Eltern. Sie haben darauf bestanden, dass wir den Empfang hier abhalten. Wir wurden in einen großen Ballsaal geführt, wo unsere Gäste bereits warteten. Nach den Formalitäten schaute Ross mich an. Ich möchte dir gerne was zeigen. Ich ließ zu, dass er meine Hand nahm und er führte mich in den Hinterhof. Er war voll von Springbrunnen und verschiedenen Blumenarten. Wir gingen durch ein Heckenlabyrinth, bis wir zu einer Bank kamen, auf die wir uns setzten. Wie gefällt es dir? Ross legte seinen Arm um die Rückenlehne der Bank. Ich sagte, es ist surreal, ich verstehe es nicht. Also, erzähl mir von dir. Ich erzählte Ross von meiner Kindheit, von dem, was meine Eltern mir angetan hatten und von den 8 Jahren, die ich an der Stanford Academy verbrachte. Meine Eltern haben für dich bezahlt? Sie sagten mir, dass sie einen Freund hätten, der eine Tochter habe und dass sie wollten, dass wir unsere Familien zusammenlegen. Ich stimmte zu, weil ich dem Urteilsvermögen meiner Eltern vertraute. Es tut mir so leid, dass sie das angetan haben. Es tut mir auch leid, dass deine Eltern dich so furchtbar behandelt haben. Meine Prüfungen haben mich zu dir geführt, also war es das wert. Er küsste mich erneut und wir unterhielten uns noch ein paar Minuten, bevor wir zurückkehrten. In den nächsten Monaten kümmerte sich Ross auf eine Weise um mich, die mich erkennen ließ, dass alles, was ich über das Frausein gelernt hatte, falsch war. Es war schwer, einige Dinge zu verlernen und ich bin immer noch dabei, sie zu verlernen, aber Ross hat mich dabei unterstützt. Er hat sogar vorgeschlagen, dass wir ein Haus in der Nähe meiner Heimatstadt kaufen und meine Eltern besuchen. Zuerst war ich dagegen, aber Ross und ich haben uns einen Plan ausgedacht und ich habe zugestimmt. Als ich im Haus meiner Eltern ankam, die ich 9 Jahre lang nicht gesehen hatte, war ich nervös. Ich drückte die Riemen der Tasche zusammen, die ich in der Hand hielt. Ross klopfte an die Tür. Das schaffst du schon. Ross drückte meine Hand und lächelte. Dad öffnete die Tür und die Unruhe in seinem Gesicht war offensichtlich. Hi. Hi, Dad. Das ist mein Mann, Ross. Können wir reinkommen? Ross streckte seine Hand nach Papa aus, der sie schüttelte. Zögernd sah Dad Ross an. Klar, komm rein. Schatz, rief Papa. Wir haben Gäste. Ein kleiner Junge kam mit einem Flugzeug in den Händen ins Zimmer gerannt. Hi, ich lächelte ihn an. Hi, wer bist du? Ich schaute zu Papa rüber, der zu mir nickte. Ich bin deine In diesem Moment kam Mom rein und ich sprang von meinem Platz auf und Ross stellte sich neben mich. Hi, Mom, schob ich Ross vor mir her. Das ist mein Mann, Ross. Er steckte seine Hand aus, aber Mom ignorierte es und wandte sich an Dad. Was macht sie hier? Ross mischte sich ein und nahm mir die Tasche ab. Wir haben ein paar Geschenke für euch gekauft. Ross teilte die Geschenke aus, während meine Eltern und mein Bruder ihre Geschenke öffneten. Für Mom kauften wir ein Diamantenset, Halskette, Armband und Ohrringe. Für Papa kauften wir einen Scotch, Whisky und eine Rolex. Und für meinen Bruder kauften wir einen ferngesteuerten Hubschrauber. Geh und sag deiner Schwester Danke, schubste Mama meinen Bruder zu mir. Ich wusste nicht, dass ich eine Schwester habe. Hast du aber, sie war in der Schule. Mein Bruder ging auf mich zu. Hey, ich heiße Tyler. Wie heißt du? Mein Name ist Cassidy. Das ist ein schöner Name. Danke fürs Geschenk. Er schlang seine Arme um meine Taille und ich umarmte ihn, während ich meine Tränen zurückhalten musste. Ehrlich gesagt verlief dieser Tag besser, als ich erwartet hatte. Ich half Mom, das Abendessen zuzubereiten, während Ross, Dad und Tyler draußen den Hubschrauber flogen. Als wir zur Tür gingen, um zu gehen, umarmte Mom Ross und mich. Es war so schön, dass ihr hier wart. Wenn ihr nächsten Samstag Zeit habt, können wir vielleicht zusammen essen gehen. Ross und ich waren einverstanden. Wir bedankten uns und gingen. Siehst du, ich hab dir doch gesagt, es wird alles gut. Ross hielt meine Hand, als wir zum Auto gingen. Die nächsten 6 Monate waren erstaunlich. Ich baute nicht nur meine Beziehung zu meinen Eltern wieder auf, sondern auch zu meinem Bruder. Jedes Mal, wenn ich mich mit meinen Eltern traf, kaufte ich ein Geschenk für sie und Tyler. Eines Nachmittags, als ich im Auto in der Einfahrt meiner Eltern saß, wandte sich Ross an mich.
Meinst du, dass es jetzt ein guter Zeitpunkt ist, um mit deinen Eltern über den Geschäftsvorschlag zu sprechen? Ich denke, jetzt ist der perfekte Zeitpunkt. Ich bin sicher, dass sie bereit sind, den Schritt zu wagen. Unsere wöchentlichen Verabredungen zum Abendessen mit meiner Familie waren großartig. Nach dem Essen, als Tyler zum Fernsehen ging und die Erwachsenen noch am Tisch saßen, kam Ross mit der Frage: Kann ich euch einen Geschäftsvorschlag machen? Ich glaube wirklich, dass es etwas wäre, das euch interessieren würde. Klar, Ross, schieß los, nickte Dad. Einige Geschäftspartner und ich suchen nach Leuten, die daran interessiert sind, in Übersee zu arbeiten. Ihr bekommt $250.000 im Voraus und werdet das Personal und die Veranstaltung beaufsichtigen. Aber es hat das Potenzial, $1 Million Gewinn zu machen. Ross sprach weiter darüber, was von ihnen erwartet wird, wie schnell sie vor Ort gebraucht werden, wie sie bezahlt werden, wie viele Tage sie frei haben und alles andere, was das Geschäft betrifft. Meine Anwälte haben auch schon einen Vertrag vorbereitet. Oh, wenn der Anwalt es schon durchgesehen hat, dann ist es sicher in Ordnung. Okay, gut, ich hole ihn aus dem Auto. Ross lief zum Auto, um es zu holen, während Dad und Mom sich aufgeregt unterhielten. Ross kam ein paar Minuten später mit den Unterlagen und einem Stift zurück. Meine Eltern lasen die Dokumente nicht einmal. Sie unterschrieben einfach dort, wo Ross sie hinschickte. Er sagte ihnen, dass sie in ein paar Tagen von den anderen Beteiligten hören würden, um den nächsten Teil des Vorschlags fertigzustellen. Ein paar Minuten später verließen Ross und ich das Büro, gespannt auf das, was geschehen würde. Ein paar Tage später, nachdem Ross und ich mit meinen Eltern Abend gegessen hatten, ging Ross mit Tyler ein Eis essen. Meine Eltern und ich sahen gerade fern, als es an der Tür klingelte. Ein paar Minuten, nachdem sie gegangen waren, klopfte es. Mom ging hin, um sie zu öffnen, und ich folgte ihr dicht. »Guten Abend, kann ich Ihnen helfen?« Da standen drei Männer in Anzügen und einer sagte: »Guten Abend, wir sind wegen Herrn und Frau Moore hier. Ich bin Mrs. Moore. Worum geht es?« »Es geht um den Vertrag, den Sie unterschrieben haben.« »Oh, richtig, Sie müssen die anderen Beteiligten sein, von denen Ross uns erzählt hat. Kommen Sie doch herein.« Die drei Männer kamen ins Wohnzimmer und der Mann sagte: »Sind Sie und Herr Moore bereit zu gehen?« »Scheich Rashid wird in 2 Wochen eine Reise antreten. Er verlangt, dass sein gesamtes Personal an Bord ist und geschult wird, bevor er abreist. Wir müssen jetzt los, damit wir ein Flugzeug nach Saudi-Arabien erwischen, damit Sie Ihren neuen Arbeitgeber kennenlernen.« »Wovon reden Sie?« Der Mann holte die Dokumente aus seiner Aktentasche und zeigte sie meinen Eltern. »Sind das eure Unterschriften?« Nachdem sie sie geprüft hatten, stimmten sie zu, dass das der Fall war. Der Mann erklärte, dass sie nun Eigentum von Scheich Rashid seien. Die beiden Männer packten Mama und Papa und zerrten sie nach draußen. »Das könnt ihr uns nicht antun!« »Es ist ein rechtsverbindlicher Vertrag, Madam. Und wenn wir sie Ihnen rechtzeitig bringen, bekommen wir $5 Million.« »Das werden sie«, brach ich schließlich mein Schweigen, und meine Eltern sahen mich an. »Ihr werdet die gleiche Liebe und Zuneigung bekommen, die ihr mir die ersten 18 Jahre meines Lebens gezeigt habt. So lange läuft der Vertrag.« Ich wandte mich an den Mann mit der Aktentasche. »Sagen Sie mir Bescheid, sobald Sie die Übergabe gemacht haben.« Der Mann nickte, sprang in den Lieferwagen und fuhr mit meinen Eltern davon. Als Ross und Tyler zurückkamen, erzählte ich Tyler, dass die Beteiligten gekommen und Mom und Dad gerade gegangen war. Ich sagte Tyler, dass er bei mir wohnen würde, bis Mom und Dad zurückkommen. Als Tyler in sein Zimmer rannte, um seine Sachen zu packen, zog ich Ross an mich. »Siehst du, Babe? Alles wird geregelt.« Ich nickte. Trotzdem verspürte ich in dem Moment einen Anflug von Traurigkeit. »Warum konnten meine Eltern mich nicht lieben?